Yes. Okay, ja, moin Markus, hallo. Ja, mit Beginn der Saison 2011-2012 hast du dich fürs Grundlagentraining hier, fürs Functional Fitness Konzept entschieden. Wir haben die Vorbereitungsphase sowie saisonbegleitend hier trainiert. Wie sind deine Erfahrungen? Durchweg positiv, weil das für uns so ein ganzheitliches Training ist, was die Pampa eben gebraucht hat. Pampa ist alles inbegriffen, ist Athletik, ist Kraft, ist Tempo. Das alles verbinde ich auch mit diesem Functional Fitness Training. Grundlage wird gelegt über die Core Performance und im Endeffekt versucht das auch im Trainingsalltag, im Pampa-spezifischen schon mit reinzubringen, und da ist so ein Krafttraining eben für uns ideal. Du hast eben schon so ein paar Stichworte genannt. Wo sind denn für dich die Hauptunterschiede dieses Functional Fitness Trainings im Vergleich zum herkömmlichen Krafttraining mit Hanteln oder Maschinen? Ja, grundsätzlich ist es ja so, dass im Kraftraum das tägliche Krafttraining ein sehr viel isoliertes Training ist. Einzelne Muskelgruppen alleine werden trainiert. Und an sich kommt es im Handball auch sehr selten vor, dass man eben nur eine Muskulatur braucht, um die optimale Power rauszuholen, sondern geht es immer um ganze Muskelketten. Und jedes Functional Training ist eben eine sehr gute Variante, eben über die Core Power, über die Power von innen quasi die ganze Muskelkette anzuregen. Das ist Punkt 1. Des Weiteren haben wir eben hier die Möglichkeit, eben mit speziellem Keulentraining mit unterschiedlichen Gewichten der Keulen eben auch diese Mobilität, diese Flexibilität und auch Beweglichkeit der Schultermuskulatur gut vorzubereiten und gut zu trainieren. Und das kommt super bei den Spielern an. Damit wären wir jetzt schon bei der dritten Frage. Wo siehst du die Vorteile dieses Trainings speziell für die Handballer? Du hast es jetzt gerade schon genannt, Keulentraining. Ja, da gibt es so Unterschiede, Kettlebells und was es da noch so gibt. Grundmuskulaturtraining mit speziellen Gerätschaften, die eben aus dem Kampfsport kommen oder aus dem Kampfsport kommen. Und das eben verbunden mit handballspezifischen Abläufen, Bewegungsformen, gerade bei den Keulen mit der Schultermuskulatur, auch im Handgelenk, was bei uns eben sehr wichtig ist, was da mit einer Rolle spielt, Beweglichkeit, Kräftigung, Handgelenk, Fingermuskulatur. Ja. So diese ganze Kette bis zum Schultergürtel ist da abgedeckt. Und das ist eine Sache, die wirklich bei allen Spielern super angekommen ist. Und auch wir Schulter- oder Armverletzungen gar keine Ahnung. Ja. Okay, Kritiker mögen jetzt vielleicht vorhalten, dass Klaus Bahnkamp jetzt ja keinen Handballhintergrund aufweisen kann, also ja, keine Ahnung von technischen, taktischen Elementen des Handballsports hat. Hat das ja irgendeinen Einfluss auf das Training, was wir hier? Nee, also wenn der Klaus Bahnkamp einmal im Training über Handball geredet hätte, wäre das wahrscheinlich auch das Thema verfehlt gewesen. Nein, das ist einfach ein Bestandteil des Trainings, was wir brauchen, um eben in der Halle dann auch die optimale Leistung abzuholen. Das ist ein Krafttrainer, und viele Trainer haben den auch einen eigenen Krafttrainer, oder? Es geht also um eigentlich Grundlagenprogramm. Ja, genau, das Grundlagenprogramm, das ist ein extra Bereich aus dem Handballtraining, den wir hier ausgegliedert haben. Und das ist, da braucht man keine Ahnung von der Sportart. Es ist gut, wenn man die Sportart mal gesehen hat, um einfach sich ein Bild zu machen, was wird überhaupt benötigt und was kann ich am besten mit reinbringen. Insofern ist eine Taktik und Spiel bestehen auch was. Wir haben jetzt natürlich, für dich ist natürlich speziell der Bereich Handball interessant, die Möglichkeiten fürs Handball, für den Handballsport, aber siehst du auch Anwendungsmöglichkeiten in anderen Sportbereichen? Fußball, ja, ich, Volleyball? Ja, ist für jeden praktizierbar. Ja. Es ist immer die Frage, wie viele Kraftelemente braucht man dazu und wie kann man das ineinander verbauen. Aber die Grundlage an sich kommt eben von, bei jedem Sport braucht man diese Core Power, die ist hier gelegt, und dann muss man eben schauen, inwiefern braucht man mehr oder weniger für die einzelnen Sportarten dazu. Also klar, Handball ist jetzt mit den Keulen idealer Zusatz. Beim Fußball habe ich mir noch zu wenig Gedanken gemacht, aber auch da geht es mit Sicherheit stark um die Rumpfbeweglichkeit, Rumpfpower, mit Sicherheit genügend machen. Genauso beim Volleyball.
Sprungkraft, die Schlagkraft, also da gibt es bestimmte, vielleicht nicht ganz diese beweglichen Bewegungen an den Keulen, wie wir sie machen, aber in abgewandelter Form ideal. Also ich tippe mal, jede Sportart kann nutzen aus diesem Training. Es ist ein allgemeines Krafttraining, Körperkräftigungstraining, und das kann das auch jeder Sportler, egal was er macht. Genau. Dann noch ein anderer Aspekt. Wie siehst du den Einfluss des Functional Fitness auch auf die mentale Verfassung der Spieler? Ich denke hier zum Beispiel zu dem Bereich Motivation, abwechslungsreiches Trainingsprogramm und der Bereich Entspannung, Regeneration durch das komplexe Dehnungsprogramm, was hier auch in unserem Training enthalten ist. Ja, es ist alles dabei. Es ist für uns natürlich super interessant, wenn eben das alltägliche Training in der Halle mal was anderes stattfindet. Jeder hat genug im Kraftraum gearbeitet, das machen wir ja trotzdem. Aber es ist eben einmal wöchentlich eine super Ergänzung und Möglichkeit, eben Abwechslung ins Leben zu bringen, was aber auch den Einzelsportler sehr weiterbringt. Und wir sehen auch Typen, die haben unheimlich viel Lust und gemerkt, was das ihnen bringt. Ja. Dementsprechend ist es eine Motivation fürs Training, aber auch dann kann man mit anderer Motivation oder Selbstvertrauen an die Spiele gehen, weil man merkt, man hat eine ganz andere Körpersprache, eine andere Spannung. Das ist super. Und dazu eben noch die Elemente dann Entspannungstechniken beziehungsweise Beweglichkeitstraining, was eben oft auch in Mannschaftssportarten im allgemeinen Training. Als Abschluss dann noch, deine Meinung habe ich jetzt gehört, haben wir jetzt gehört zum Trainingskonzept Functional Fitness. Wie siehst du, was hast du gespürt von Seiten der Mannschaft her? Wie ist die Akzeptanz des Trainings? Ja, das ist an sich ist es die Problematik, dass man eben es schafft, die Belastung so zu steuern, wie sie denn eben auch im Handball, hast du selber phasenweise gemerkt. Es ist was ganz anderes, ob man jetzt eine sehr athletische, schnelle Sportart macht oder Kampfsport macht, wo man eben die Kraft 4-5 Minuten am Stück braucht. Also ja, natürlich. Wir haben ja komplett unterschiedliche Belastungen, und das ist am Anfang für die Jungs ein Problem, wenn die Belastungsphasen ein Tick zu lang waren. Das ist das Einzige. Ansonsten, die ziehen da voll mit, die haben Spaß, die haben auch riesige Fortschritte gemacht, und das ist wirklich ideal. Also für mich immer weiter zu empfehlen. Markus, ich danke dir für das Interview und ja, weiterhin viel Erfolg bei unseren Unternehmen.